Wie auf den Skipisten gibt es auch in Funparks eigene Verhaltensregeln. Damit der Spaßfaktor auf den Kickers und Rails nicht verloren geht, gibt es auch für die Parks Regeln, an die man sich halten sollte. Wann darf ich losfahren, wann muss ich stehen bleiben oder wann ist ein Kicker gesperrt? Dafür gibt es Zeichen, mit denen man sich vertraut machen sollte, bevor man losfährt. Um Unfälle zu vermeiden, sollte man das eigene Können im Funpark gut einschätzen. Wie auf der Skipiste, so gibt es auch im Funpark unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Für Anfänger ist der blaue Bereich und erst später sollte man sich in den roten und schwarzen Bereich herantasten. Die wichtigsten Verhaltensregeln sind, dass man sich zuerst die Landungen und die Absprünge genau studiert, dass man immer einzeln fährt und dass man die Zeichen im Park beachtet. Das heißt, es geht und das heißt Stopp.